So, jetzt haben wir hier eine schöne Secret Map. Mit der Hoffnung, dass wir eine Temple Map, den natürlichen Nachfolger von Secret, dass sie droppt. Gucken wir mal. Weil dann sehen wir es schon. Ups. Schnell noch den Punkt hier rein. So. Dann stellen wir uns auf den Ungetüm hier. Das schaut gut aus. Ich muss auf meinen Mana achten. Oh, Tempel. Jungs, habt ihr Tempel dabei? Könntet ihr mir bitte Tempel da lassen? Das ist nämlich meine letzte Tier 5 Map, die ich noch bräuchte, um meine Atlas Completion voranzutreiben. Und dann könnte ich mich auf Tier 6 konzentrieren. Da habe ich schon irgendwie 5 von 7 oder so. Aber dazu bräuchte ich mal Tempel. Sterben, 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 sterben. Sehr gut. Nicht wehren, nein, nein, nein. So, Tempelchen. Einen Orb of Alteration, den nehme ich mit und ich nehme auch das Six-Socket-Teil mit. Ich nix. Aber ich hätte so gern einen Tempel. Tempel, Tempel, Tempel. Komm, du hast doch einen Tempel, oder? Nö, aber ein Flying Knife. Flaying, was auch immer das means. So, wo sind wir? Der Vorteil vom Ruthless Mode ist auf jeden Fall, dadurch, dass ich viel weniger Möglichkeiten habe, mich der Gefahr auszusetzen, gebe ich mich viel weniger der Gefahr aus und mache irgendwas Verrücktes. Irgendwie den Boss oder noch diese hier oder dann doch mal delven noch ein bisschen tiefer. Das kann ich alles nicht, weil ich es nicht kann. Ich würde ja aus der Langeweile heraus mehr Risiko eingehen, kann ich aber nicht. Gut, ich sterbe trotzdem oft genug, weil ich halt so schlecht dastehe. Weil halt... Aha! Port! Mein Schmarrn! Also ich meine, was soll das? Ich bin hier in Tier 4 und ich hätte gerne Tier 5 und nicht Tier 3. Also ich bin erstaunt, ich hätte fast nicht geglaubt, dass ich so lange an Ruthless festhalte, sondern dass ich dann auch irgendwann die Schnauze voll habe. Und weil der Progress so langsam ist. Und dann einfach auch normale League anfangen. Oder das ganz anderes Spiel. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich einen Progress habe. Der ist furchtbar langsam, aber er ist da. Im normalen Modus kann es dir passieren. Sie sind zu zweit. Dass du irgendwas unwahrscheinlich Cooles findest und dann so einen geilen Progress hast und dann hast du gar nichts mehr. Bone Crypt. Yeah. Tornado. Und dann findest du halt nichts mehr. Also nichts mehr was besser. Du findest tausend Sachen, aber sie sind einfach nicht besser. Und hier ist es vom Gefühl her ein bisschen kleinere Schritte. Vielleicht sogar ein bisschen seitwärts, weil ich, keine Ahnung, Energy Shield eher gebe dafür, aber hier Chaos Resistance gewinne, ich weiß es nicht, was ist besser. Ich bilde mir jetzt ein, seitdem ich hier nur noch auf
minus 16 Chaos Resistant bin, dass es besser geworden ist. Ich habe Armor und ich habe Energy Shield verloren durch die Aktion. Aber die Chaos Resistance ist jetzt zwei Items, die das drauf haben: Schuh und Shield. Ich weiß es nicht. Ich bin halt seitdem nicht mehr gestorben. Aber es ist auch viel einfach vom Glück abhängig. Ja, da hast du eine Situation und dann stirbst du halt oder halt nicht. Manchmal ist es wirklich nur ein ganz kleiner Unterschied. So, das war jetzt insofern nicht erfolgreich, weil das hau ich mal weg. Das auch. Das hebe ich auf. Weil ich die Sigget verbraten habe und es ist kein Tempel rausgerutscht. Tornado? Ach, das ist überhaupt kein. Ich dachte, das wäre ein Bow-Ding, aber das ist ja nicht Tornado Shot, das ist nur Tornado. Das erinnert mich an Diablo. Ich habe das Ding gehasst in Diablo. Na gut. Bone Crypt. Das ist die natürliche. Bone Crypt ist irgendwie hier, oder? Und dann kann man Sickets kriegen dadurch. Soll ich das machen? Macht es Sinn, einen Dreier zu spielen? Oh, ich habe drei Bone Crypts. Könnte ich ja rein theoretisch schauen, ob ich da nicht einen Schor rauskriege. Hallo. Hätte gern Sicket gehabt. Naja, ich weiß doch nicht, was ich mache. Mal schauen. Gucken wir mal.